Die Angst vor dem Coronavirus wird immer größer. Wer einkaufen möchte, findet meist nichts mehr im Laden. Besonders Mehl, Zucker oder Nudeln sind ausverkauft. Die Menschen haben einfach Angst, angesteckt zu werden. Nun ist die YouTuberin Paola krank und liegt seit Tagen im Bett. Ihr geht es furchtbar schlecht. Ihr ist schwindelig und übel. Und so wie es sich für einen YouTuber gehört, hält man natürlich seine Fans auf dem Laufenden. Das Problem dabei ist wie folgt. Viele Fans glauben, dass sie sich angesteckt hat, und zwar mit dem Coronavirus. Doch hier die Entwarnung, denn Paola hat anscheinend nur eine normale Erkältung. In diesem Video spricht sie über ihren Zustand. Hey, kurzes Update. Die Nacht war nicht so geil. Ich hatte hohes Fieber und Schüttelfrost. Kopfschmerzen sind die ganze Zeit da, genauso wie Unterleibsschmerzen. Ich war jetzt gerade beim Arzt. Der hat mir was verschrieben und ich hoffe, dass es morgen besser ist. Ich werde heute offline bleiben und mich versuchen, einfach darauf zu konzentrieren, schnell wieder fit zu werden. Ich danke euch für all eure süßen Nachrichten, für all die gute Besserungswünsche. Danke, danke. Denkt ihr, dass die Leute einfach nur übertreiben? Oder könnte es wirklich sein, dass sie den Virus hat? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!